Gemeinde wie gewohnt noch einige Hinweise für die nächste Woche. Wir feiern heute um 16 Uhr hier in St. Josef eine Maiandacht. Ebenso wird in Bolle, St. Josef, am kommenden Donnerstag um 17 Uhr eine Maiandacht gehalten. Am Dienstag dieser Woche, dem 24. Mai, findet der diesjährige Dekanat Seniorenausflug statt. Die Busabfahrt wird um 12 Uhr sein, die Rückkunft um ca. 19 Uhr. Der Liturgieausschuss trifft sich am Mittwoch um 16 Uhr. Am Donnerstag feiern die Erstkommunionkinder um 15.30 Uhr eine Dankmesse. Anschließend soll Grillen sein. Am nächsten Sonntag, dem 29. Mai, wollen wir in Korwei eine Marienandacht halten. Je nach Wetterlage geht es zu Fuß ab 14 Uhr, mit dem Fahrrad ab 15 Uhr oder dem Auto ab 15.30 Uhr dorthin. Die Fußgänger und Radfahrer treffen sich an der Jugendherberge und die Autofahrer hier auf dem Kirchenparkplatz. Alle Seniorinnen und Senioren sollten sich schon einmal wieder den Sitztanznachmittag am Dienstag, dem 31. Mai um 15 Uhr vormerken. Morgen am Montag, 23. Mai, feiern wir hier in St. Josef um 9 Uhr eine heilige Messe mit Padre Waldo. Susanna Kilian, vielen von Ihnen vielleicht noch bekannt als die Tochter unseres ehemaligen Pastoralreferenten Clemens Kilian, möchte ab September 2011 ein freiwilliges Jahrespraktikum beim brasilianischen Kolpingberg machen, um die Kolpingarbeit dort zu erleben und zu unterstützen. Dieser Dienst wird durch das sogenannte Weltwärtsprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Teil dieses Konzeptes ist, dass etwa ein Viertel, das sind etwa 1.650 Euro, der Gesamtsumme mit Hilfe eines Spenderkreises aufgebracht wird. Es wäre schön, wenn Sie, Susanne, durch eine Spende unterstützen könnten. Eine ausführliche Beschreibung dieses Projektes finden Sie in einem Flyer, der hinten in der Kirche ausliegt. Die heutige Kollekte verbleibt in unserer Gemeinde. Die Kollekte am kommenden Wochenende ist als Diaspora-Opfer für das Bonifatiuswerk bestimmt. Aus unserer Gemeinde verstarb am vergangenen Sonntagabend Frau Elisabeth Hirte. Die Beerdigung auf dem Friedhof in Pfahlbruch fand bereits am letzten Donnerstag statt. Herr, gib ihr und all unseren Toten die ewige Ruhe. Amen. Liebe Gemeinde, in Ihrem Namen und auch im Namen des Pfarrgemeinderates, als dessen Vertreter ich hier stehe, möchte ich Padre Waldo Riveros herzlich Danke sagen. Er ist einige Tage hier bei uns in Vertretung unseres Pfarrers Reinecke, der, wie Sie gehört haben, in Lourdes mit den Soldaten einige Tage ist. Lieber Padre Waldo, ich freue mich sehr, dass wir mit Ihnen die Heilige Messe hier haben feiern können. Wir danken Ihnen dafür. Sie haben ein bisschen Bolivien mitgebracht, uns nahe gebracht. Wir sind in der Partnerschaft, die jetzt in diesem Jahr 17 Jahre alt wird, getragen, auch von dieser Partnerschaft, die uns auch hilft. Und wir bitten Sie auch weiterhin an uns zu denken und Ihnen versprechen, an Sie zu denken. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute, Gottes Segen. Vielleicht gibt es ja mal ein Wiedersehen. Sie sind uns immer herzlich willkommen. Die Dios lebendige Marke. Thank you.
Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich will auch euch Dank sagen für diese freundliche Begrüßung. Und ja, ich bin auch ganz froh, hier zu sein. Und wahrscheinlich komme ich wieder, man weiß nicht. Aber im Herzen bin ich immer, wo man an Bolivien denkt. So, vielen Dank. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Das gewähre euch, bewahre euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja.